So, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Minecraft, wieder mit Corsair Turbo als Gast. So, hier haben wir letztens aufgehört und hier baue ich jetzt den Turm weiter, hier oben. Und ich baue bei meiner großen Glasfläche weiter. So. Damit begrüße ich euch auch wieder. Ja, die Diamanten mache ich mal überlegen. Ja. Mhm. Zwei Schichten reichen. Mhm. Ich muss mir das Gold hier, damit es aussieht wie ein Dach. Naja. Oh, jetzt mische ich die Wolke ein. Ja. Das habe ich bei mir in der Glaskirche. So, wenn ich eine Glaskirche. Ich habe eine gebaut, aber ich wollte da noch einen Eingang reinbauen. Aber muss ich auch noch mal gucken, wie ich das dann mache. Stehen schon die Bänke drinnen. Da brauche ich nur einen Goldschein reinsetzen. Hier, zack. Nee, klar. Das Dach ist soweit fertig. Da fehlen noch ein paar. Naja, Fenster kann man nur nicht sagen, ist ja nur alles aus Glas. Ja. Aber was Fenster halt darstellen soll, diese großen. Und das erste Projekt hat schon richtig gut funktioniert. Hey, wir haben nämlich jetzt Urlaub, jetzt können wir es mir richtig ausnutzen. Richtig. Da werden richtig Let's Plays draus gemacht. Ja. Beim Singen, was wir so schaffen. Ist das jetzt hier? Aha, hier ist schon Sand. Okay, okay, gut. Hau ich das weg oder lasse ich das? Nur hier mache ich mit einer Leiter, da kommt unten eine Leiter durch. Das hau ich weg, jedenfalls nur hier vorne. Hier ein bisschen Natur soll natürlich stehen bleiben. Und ich bin ja nicht in meinem eigenen Land, wo alles aus Glas ist, ja, sondern hier zu Gast. Also lasse ich auch Natur stehen. Naja, in deinen Reichen besteht ja alles aus Glas. Ja, fast alles. Nur ganz unten die eine Schicht, wo ich jetzt nicht drauf komme. Jedenfalls die graue Schicht, die geht leider nicht weg. So angeklatscht was. Ah, hier muss ich noch die Diamanten einbauen, weil das gehört noch zur Seite. Aha, okay. Gut, genau, hier ist dann die Grenze des Hauses. Oder was es auch immer wird. Hier baue ich dann weiter. Sieht dann ordentlich aus, dann sieht das aus, als würde die Säule durchgehen. Ja. Jo, okay, war das sowieso alles zugebaut. Noch. Jetzt habe ich überlegt, dieses Glasfundament abzureißen, aber das hat sich ja dann erledigt. Dann wäre ja die Mühe umsonst. Ah ja, klar, gut. Nun drinnen muss ich mir jetzt was überlegen, weil ich ja drei Schichten gebaut habe. Dann sieht man ja von den Fenstern nichts. Oh, ich wollte schon sagen, warum komme ich nicht runter? Jetzt weiß ich warum. Kommt natürlich auch noch weg. Sieht sonst von oben so komisch aus. Ich glaube, ich muss die Säulen höher bauen. Ja, weil ich bin schon fast am Ende. Ah, hier komme ich noch hoch. Klar, ich war hier unten am Ende, wollte. Dadurch bin ich nicht mehr gekommen. Okay. Ich muss irgendwas überlegen, was ich hier jetzt einbaue. Eine schöne Poollandschaft könnte ich hier draus bauen, ja. Wasserrinnen, fertig. Hast du eine Poollandschaft? Ja. Oh. Das ist hier irgendwo. Oh ja, mache ich noch ein bisschen weg. Von hier unten. Ja, das, was zum Haus gehört, bleibt natürlich am Haus. So stehen. Mach weg, dann auch noch meine Fingen. Ja, hier in der Mitte muss ich. Nur um sicher zu gehen. Ja, das sieht gut aus hier mit den Treppen. So eine Art Treppen, das lasse ich so. Ha, das sieht auch nicht schlecht aus hier. Fetzler-Effekt. Ja. Jo, genau, so kann das bleiben. Muss ich erst mal überlegen, wo ich den Eingang da reinbaue.
ziemlich gut. Ja, nicht direkt quadratisch. Ich baue hier eine Einbuchtung hier vorne so rein. Damit es symmetrisch ist, mache ich sie hier in der Mitte. Kann sogar sein, dass ich euch dann meine Glaswelt mal zeige. Ist auf meiner, also auf einer anderen Konsole. Und dann wird es aber hier über diesen Kanal, wo ich gerade zu Gast bin, lasse ich es dann hochladen. So, das wird jetzt so eine Art Leiter, wo es in der Badelandschaft hochgeht. Jo, sieht edel aus. Boah, das Licht ist irgendwie ein bisschen knapp. Deswegen baue ich hier noch ein bisschen Beleuchtung mit dran. Eine kleine Feuerchen, die tun das doch, oder? Ja. Irgendwie ich das mache am besten. Ja, eine Lampe hier vorne so kommt dran. Da kommen hier Dings hier an. Diese Steine, die immer leuchten. Netter Quarz, genau, siehst du die. Die Seelaterne, die ist am Leuchten. Die zweite. Oder ich brauche bloß so ein, genau. Oder so, das leuchtet auch. Geht auch. Oder eine Lückerin. Ja, jetzt der Glowstone. Ich hab sogar noch einen drin getroffen. Das sieht gut aus so. Ob ich sie durchgehe? Ja. Möchtest du bis runter? Haben wir die Fenster abgehoben? Ja, Fenster. Ich habe eine gute Idee, wie man das in den Leuchten bringen kann. Ja, dann kann man die auch. Ja, müssen wir nicht machen. Und hier drin muss ich auch noch alles beleuchten. Da haben wir hier auch noch Glowstones. Mal gucken, welche Schichten ich oben in dem Glas habe. Ja, kann ich reinbauen, Glowstones. Am besten sieht das auch aus, wenn, wenn man umschaltet ja, auf mir. Das sowieso. Wenn der Glowstone dann komplett dran ist und dann in der Nacht von außen. Wird sowieso später, das ist ja klar. Und hier ein paar Leitern geschenkt zum Hochklettern. Da wo ich es haben wollte. Das mache ich nur, damit es nicht so zu hell wird an meinem Glasboden. Deswegen reiß ich hier ein bisschen was weg. Ja, grenze ich nochmal ab bei den Diamantfläche hier. Ja, okay, so. Ui, jetzt bin ich wieder hochgebaut. Gerissen. Na, hier ist noch ganz oben drüber. Genau, wenn man das hier und das ist gut. Aber der Licht und dann nicht so heiß. Hier ist ja gut, aber zu viel. So, das sieht die Stelle gleich mal aus. Seid ihr jetzt so mit Glowstones? Mal so abwechselnd. Doch, cool aus.
Vielleicht sind wir nicht dran, ja. Bei mir wird zwar nicht leuchten, aber es wird eine Andeutung von Lampen kommen. Klar, es würde sonst bei Glas nicht passen. Bei dir passt das gut da, mit dem, was du davor hast. Den Gold und dann das dazu, sieht sehr gut aus. Hin. Ja, ach klar, das muss so massiv sein. Logisch, hier werden Steine berechnet, diese Blöcke. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, das stimmt mir. Ja, damit er auch schön massiv bleibt. Auch wenn man es nicht sieht. So, die hast du schon mal fertig. Jetzt mal gucken, wie es aussieht. Jo, dann kann man wieder immer Wasser drauf kippen, dann stimmt es wieder. Sieht jetzt nur am Anfang ein bisschen komisch aus. Gleich nicht mehr. Was hier? Jo, genau. Oh, jetzt stört die Wolke wieder. Mhm. Die Wolke ist wieder am Weg. Ach nee, genau. Das brauche ich Wasser. Das war genug Wasser. Wasser, genau. Den brauche ich einmal. So. Ich kann mal Lücken voller machen. Also. So, die nächste Seite ist fertig. Guck mal, es geht doch völlig weiter, wenn man die Lücke bekommt. Komm mal weg da. Könnte sogar hier Wasser reinkippen, aber. Also meine Kraftordner, den werde ich auch noch erstellen. Jetzt sind es relativ schlimm, da kann ich einen guten Ordner machen. Ja, und dann sieht die Sache ein bisschen endlich aus. Ja. Das jetzt nicht so stimmt. Können sich den ganzen Ordner mit einmal spielen. Oh, da kommen ja schon die anderen. Ja. Aber wir sind sowieso gleich fertig. Mhm. Weil es sonst ein bisschen laut wird wieder. Und wir wollen ja die Qualität inbehalten. Gut, die Lücken sind geschlossen. Das sieht so gut aus, das kann man nicht mehr so blenden. Das geht in Ordnung erstmal. Ja, deswegen wird das wieder etwas kürzer hier. Weil nämlich die anderen nicht da sind. Weil wir sind ja hier in einer WG und da sind andere Personen noch zwischen und deswegen wird es ja auch immer ein bisschen lauter. Und deswegen kommen auch immer so wenig Videos. Weil ich mache hauptsächlich Let's Plays, wenn ich hier meistens alleine bin. Oh, hier hat ein Tacho. Alles gut? Das klingt nicht so gut, ja. Hier kann man dann hochlaufen und den Stein, damit man da hochkommt. Jo, ich mach mir noch eine Treppe noch an. Ich mache mir nur noch einen kleinen Ansatz und dann, damit ich weiß, wo ich nächstes Mal dann zubaue. Ja. Oh, das sieht doch schon gut aus. Das wird jetzt nur eine Umrahmung, weil mit diesem Video erstmal das Ende naht. Ja, auch hier kommen die Treppenteile, die mache ich noch ran. Zumindest für dieses Video. Kommen wir noch weiter ran. Ja. Deswegen, was ich jetzt Treppe nehme.
Oh, Ziegeltreppe, ja, nicht schlecht. Ja, hier ist er doch. Hallo, Boden. Und damit man hier hochkommt. Jo, dann machen wir hier schon. Die kann man nicht so machen. Ich muss hier noch eine dünne Steinziegeltreppe, Pflaster, Ziegelstufe, Steinstufe. Ja, Ziegel müsste deswegen sein. Ziegel müsste ja. Nee, das ist ja sauber. Das ist nur der Anfang, der ein bisschen komisch aussieht. Wenn es ja nie gebaut ist, dann ist klar, dass das dann gut aussieht. Jo. Ja, das ist der richtige. Das kann hier ist dann wieder hin. Der noch an die Wand. Runter geht zum Wasser. Zwar ist dann beim Wasser wieder ein paar kleine Bugs zu sehen, aber die kennt er ja schon. Das geht ja nicht anders. Das kommt davon, wenn man Blöcke berechnet. Oder wenn man Blöcke berechnet hat, so angedacht. Aber es sieht schon lustig aus manchmal. Ja. Wenn es zustande kommt. Vielleicht habe ich auch noch vor, eine große Glasskulptur zu bauen. So eine Art Sphinx, wird nicht direkt die gleiche, aber wie man so von den Pyramiden kennt, ich baue mir eine selber ausgedachte. So was ähnliches zumindest wie eine Sphinx. Gut. Kommt dann so als Wahrzeichen so hin für die Glasstadt. Was wäre denn das? Kann man sogar schon zubauen, jedenfalls zumindest das kleine. Ach, was hast du hier im Blick? So, ja, das wird jetzt mit Treppen noch ausgekleidet. Ja, wir sehen hier. Nämlich das, damit man runterkommt im Wasser. Und die Bugs sind, weil das Wasser ja zwischen diesen Treppensteinen klebt. Also das sind ganze Blöcke. Ja. Aber das kennen ja die meisten ja schon. Hier sind Blöcke berechnet. Genau. Hier geht's hoch und hier geht's dann rein. Die kleine Stelle baue ich noch zu. Ja, und das hier ein großes Panoramafenster. So. Ein kleines bisschen noch, gleich kann ich losgemacht werden. Und hier kommen dann die großen Fenster noch an und oben kommt zu und dann kommt ein Dach drauf. Und dann genau, das da hinten, das baue ich dann später weiter. Das nur für mich zu merken, wo ich dann weiter. Okay. So, und das war's dann. Das Video wurde etwas kleiner, aber nur weil jetzt die Mitbewohner da sind von der WG hier. Und deswegen, so, bis später. Bis später.